und hab 32 und das reicht. Weil hier kaum Zug hinkommt, oder was? Das ist ah. Ach, scheiße. Nee, zurück mit dir. Hier müssen wir sofort reagieren. Müssen hier hin. Hier muss man Signal stellen, damit der hier rausfahren kann und der reinfahren kann. Dann sollte der nächste hier reinfahren können, beziehungsweise der rausfahren können. Ist halt die Scheiße hier fahren auf dem Streckenabschnitt dann auch eigentlich zu viel Züge für einspurig. Ist halt die Kacke. Das habe ich dann nicht gleich so bedacht. Ausweichgleise, zumindest da an der Einfahrt. Das ist natürlich klar, wenn keine Kupferzüge mit Kupfer ankommen, dann ist natürlich alles weg. Aber hey, solche Probleme hat man immer mal wieder. Man kann planen, so viel man will. Die kommen immer wieder. Der müsste jetzt so rausfahren, dass der reinfährt. Der fährt rein. Müssen wir hier irgendwo Ausweichgleis noch hinbauen? Ha! Das ist doch schon wieder Kacke.
Der will auch in die 3. Ah, er könnte doch hier kotzen. Aber es scheint sich aufzulösen. Scheint sich aufzulösen. Ah, Scheiße. Oh. Kacke, ja. Deswegen auch. Okay. Mache ich hier gleich mal noch ein Ausweichgleis hin. Sonst habe ich hier dasselbe Problem in Grün, wenn man so möchte. Okay, gut. Das so, das so. Das müsste der sein, der zu Support 04 fährt. Genau. Weil der nach Drohnen fragt. Puh, also sollte man das jetzt auch soweit haben. Lass den mal wieder hier zurücklaufen zum Betanken in der Mid-Game-Base.
Ja, vielleicht kriege ich ja nochmal 50 Speed-Module. Ist natürlich jetzt hier massiv viel Kupfer jetzt erstmal ankommen, weil die sich dort gestaut haben. 1,2 Millionen, der hat wirklich aus der Substanz gelebt. Aber hier kommt jetzt Kupfer rein, also jetzt wegen so einem blöden Stau, ey. Eieieiei. Naja, das sieht soweit ganz gut aus, glaube ich. Der erste kleine Schritt, also ich hätte nicht gedacht, dass die Endgame-Base zuerst die Verteidigung übernimmt, aber hey, öfters mal was Neues. Hat sie jetzt übernommen? Da ist ein Häkchen dahinter, check. Ja, also, wir nähern uns sukzessive dem Endgame an. Ich weiß, es klingt so scheiße nach 4 Jahren, aber egal. Ich hoffe einfach, dass die sich jetzt hier einkriegen, wenn die jetzt wieder in Masse hier angefahren kommen. Ah, jetzt kommt hier Kupfer an. Es ist irre. Naja. Der fährt die ab, das ist einfach nett. Tankt die bis dahin, wo er soll. Wenn er das getan hat und nirgendwo mehr hinfährt. Dann fehlt noch der Artillerie-Munitionszug. Den könnte die Endgame-Base dann ja auch übernehmen. Also, den hier. Da muss bloß die Produktion von den Sachen dann dort passieren. Also, ja, ich würde sagen, wir sind recht gut dabei. Also, auch ohne vorher mir so einen großen Masterplan für die Folge zu machen, das eine, was ich mir vorgenommen habe, 34. Alter Falter. Was ging denn hier los? Zeit, dass ich die hier oben noch wegballere. Aber wie gesagt, der Verteidigungszug. So viel Kupfer, wie jetzt hier reinkommt, ey. Bloß weil die sich dort einen Deadlock hatten, verursacht haben durch eigene Blödheit. Na gut. Ich sag, wenn der da ist, werde ich die Session beenden. Dann haben wir erstmal ein fetten Meilenstein geschafft.
So, in dem Sinne, ich bin in meiner Mid-GmbS angekommen. Die Verteidigung wird von der End-GmbS jetzt übernommen. Das war das Goal für diese Session. Und das wurde erreicht. Und in dem Sinne kann ich nur sagen, wir nähern uns immer, immer weiter der End-GmbS an. Ohne Rücksicht auf Verluste, könnte man fast sagen. Aber wie Yogi schon meinte, Endings sind nicht so mein Ding. Von daher mache ich es kurz und schmerzlos. Bis denn dann, euer Prisus.